H-L-E-Z. Gut, halten Sie sich bitte das andere Auge zu. H-L. Aber Sie schummeln doch, Senior. Lässt du mich jetzt lesen oder soll ich vielleicht gehen? Je näher der 70-jährige Jakob Kaplan dem Ende seines Lebens kommt, desto mehr bedauert er, nie etwas wirklich Bedeutsames vollbracht zu haben. Während sich seine langjährigen Freunde mittlerweile vollends einem routinierten und unaufgeregten Dasein hingegeben haben, sehnt sich Jakob trotz zunehmender körperlicher Beschwerden noch immer danach, die Welt zu verbessern. In dieser Woche hat eine französische Zeitung über die Existenz eines mutmaßlichen Nazis, der unter falscher Identität in Südamerika lebt, berichtet. Nach Uruguay, wo der Film spielt, sind vor oder zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland viele jüdische, aber auch politisch Verfolgte geflohen. Ihnen folgten nach dem Ende des Nazireiches ihre Verfolger, also Nazis, die jetzt Angst hatten, dass sie vor Gericht kommen können. Als dann eines Tages in seiner jüdischen Gemeinde plötzlich das Gerücht aufkommt, dass ein früherer Nazi schon länger an der Küste Uruguays untergetaucht sei, sieht Jakob seine große Chance endlich gekommen. Mit Unterstützung des abgewrackten ehemaligen Polizisten Wilson macht er sich kurzerhand auf den Weg, um den Deutschen aufzuspüren und den Behörden zu übergeben. Ich habe den Verdacht, dass dieser Alte ein Nazi ist. Sauberes Vorstrafenregister. Sauber? Nein. Reingewaschen. Aber keine Sorge, Wilson. Wir werden schon die Zeit finden, um es zu beschmutzen. Sagen Sie, weiß Ihr Sohn Isaac etwas über diesen vertraulichen Fall? Das ist eine geheime Mission. Wenn die Leute herausfinden, dass wir ihn entführen und nach Israel bringen, geht die ganze Operation den Bach runter. Entführen? Wir sollen ihn entführen? Wir sollen... Die Geschichte spielt aber 50 Jahre oder 60 Jahre nach dem Krieg, wo ein alter Mann, der sich nicht ausgelassen und nicht ausgelebt fühlt, Mr. Kaplan oder Senior Kaplan, glaubt, er müsse die Verfolgung eines Nazis aufnehmen, von dem er was gehört hat. Susan Schad, der Deutsche hat eine Tochter. 220 für alles, 50 fürs Blasen und wenn dein Papa zuschaut, 50 mehr. Alles fügt sich zusammen. Sie kennen Senior Beckenberg. Au! Ihren Führerschein. Sie mischen sich hier gerade in eine überaus wichtige internationale Operation ein. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Herr Polizist. Er engagiert sich, einen befreundeten Kriminalkommissar. Zusammen machen sie sich auf die Spuren und werten jedes Detail aus als Indiz. Das ist ein großer Nazi, dem wir dingfest machen müssen. Tatsächlich stoßen die beiden schon bald auf erste vielversprechende Spuren. Jedes Indiz, das sie zu finden glauben, verstärkt ihre Vermutung. Sie sind einem großen Nazi-Granden auf der Spur. Wenn sich etwas bewegt wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente, klingt wie eine Ente, was ist das? Das ist eine Falle, oder?